IO Interactive. Powered by Glacier und diversen anderen Tools. Ja, auch Hitman ist ein fiktives Werk, das erinnert uns an Assassin's Creed. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin euer Tastenhauer und wir sind hier in Hitman von 2016 unterwegs. Und ihr werdet euch jetzt fragen, nanu, hat er irgendwie seine Hausaufgaben nicht gemacht? Ist irgendwas passiert? Haben wir irgendwas verpasst? Nein, natürlich nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, hier mal ein kleines Angehauen zu diesem schönen Stealth-Spiel zu machen. Ja? Ich bin ja normalerweise dafür bekannt, sehr, sehr stark History Games auf meinem Kanal zu zeigen und zu Let's Playen. Aber ich habe mir überlegt, zumindest sollten wir diesem Titel mal eine Chance geben, denn eine zweite Passion von mir sind tatsächlich Stealth-Spiele. Ihr wisst das schon, im Stile der alten Thief-Serie. Hitman selbst habe ich die früheren Teile nicht gespielt, nur Hitman Absolution damals, glaube 2012, 2011 oder wann das erschienen ist. Das habe ich damals gespielt, fand das auch ganz gut. Und jetzt gab es hier eine Art Reboot unter dem schlichten Titel Hitman 2016 und das habe ich mir jetzt erst geholt und will euch das hier mal präsentieren. Warum mache ich das? Eigentlich bin ich ja wie gesagt als Kanal für History Games bekannt, aber Geschichte und Geschichten, das fällt bei mir auch immer irgendwie zusammen. Also um eine Art von Geschichte, die erzählt wird, dafür braucht es nicht unbedingt immer einem realen historischen Vorbild. Wir haben es hier ja mit Fiktion zu tun, das wurde ja eben auch schon in dem Bildschirm vorher angedeutet. Es ist eine Geschichte um einen Auftragskiller. Und es gibt eine ganz interessante Hintergrundgeschichte zu diesem Agent 47, Agent 47. Denn der ist quasi das Produkt von genetischen Erweiterungen und Experimenten in einer Mental Institution in Rumänien, also eine Art Irrenanstalt, würde man jetzt so, ich sag mal so im Standardvokabular sagen. Da kommt der Hitman eigentlich ursprünglich her und die Story, wie das Ganze entstanden ist, wie Agent 47 entstanden ist und was dahinter steckt, die finde ich sehr, sehr spannend und interessant. Und ich glaube, daraus kann man vielleicht in diesen Missionen auch so eine Art kleinen Story-Arc ziehen. Und vielleicht macht das Spiel das auch selber schon einigermaßen gut. Das möchte ich mir, wie gesagt, sehr gerne anschauen. Was hat es denn mit Agent 47 auf sich? Also zunächst einmal muss man da eine zentrale Figur im Hitman-Universum kurz vorstellen. Und zwar den Dr. Otto Ort Meyer. Das ist quasi der geistige Vater einer Serie von Klonen. Menschen, sozusagen von geklonten Menschen, die quasi darauf abzielte, diese Forschung einen genetisch erweiterten, verbesserten Supersoldaten zu erschaffen. Da haben wir so das typische, die typische Narration oder das typische narrative Element, was man auch in anderen fiktiven Serien oder auch Filmen, Büchern und so weiter schon gehört oder gesehen hat oder gelesen hat, entsprechend dieses Motiv eines deutschen Wissenschaftlers, der irgendwie im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, im Anschluss an seine Arbeit quasi versucht, genetisch Leute zu manipulieren, mit Genexperimentierten eine Art perfekten Soldaten zu erschaffen. Das greift ja unter anderem auch die Serie Wolfenstein auf in ihren verschiedenen Teilen, wo dann auch irgendwelche toten Körper zusammengeschraubt werden zu irgendwelchen Supersoldaten, die dann quasi wie willenlose Zombies, aber halt stark körperlich verbessert sozusagen eine Art von Supersoldatenarmee repräsentieren sollen, um quasi Deutschland als nationalsozialistisches Deutschland in dem Fall zum Sieg zu führen. Hier ist es natürlich alles ganz anders. Hier befinden wir uns in der Zeit des Kalten Krieges. Und der Hitman selbst, Agent 47, wird, glaube ich, 1964 oder 65 geboren, bin mir gerade nicht ganz sicher. Und zwar in dieser Anstalt in Rumänien. Und der Dr. Otto Ort Meyer, das ist quasi sein Ziehvater, sein Erschaffer, wenn man so will. Und dieser Agent 47 ist quasi in der Reihe der Klone, auch wenn er nicht der letzte ist, quasi der fähigste, der mit am meisten physischen Kräften und am besten physischen Kräften ausgestattete dieser Klonserie. Ja, wie kommt dieser komische Ort Meyer Doktor dazu?
diese Klonexperimente durchzuführen. Er ist eigentlich Teil der Fremdenlegion zusammen mit insgesamt 5 Personen, die sich irgendwann überlegen, dass sie diese Experimente fördern wollen und alle jeweils einen Teil ihrer DNA in diese Experimente quasi hereingeben und auch die Forschung des Dr. Otto Ortmeier finanzieren. Und daraus leitet sich dann entsprechend diese Forschung in Rumänien in dieser Anstalt ab und daraus entsteht letztlich Agent 47. So, dann geht es ja mit den Hitman-Spielen. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Irgendwann tötet Agent 47 ja auch seinen Erschaffer quasi und seine Nachfolger-Klone sollen ihn eigentlich umbringen, aber er bringt sie dann um und er kann dann quasi aus der Anlage mehr oder weniger auch entkommen und findet letztlich Arbeit in einem weltweiten Auftragsmordkonzern, wenn man so will, der sogenannten ICA. Die werden wir gleich auch noch im Intro hier oder in der Tutorial-Mission wird das wahrscheinlich sein, kennenlernen. Und das ist dann Ende der 90er Jahre, wo er dann quasi anheuert. Und seitdem kennen wir nicht nur spielerisch den Hitman. Ich weiß gar nicht, wann der erste Hitman erschienen ist. Das könnte auch irgendwie so rund um Ende der 90er gewesen sein. Nagelt mich nicht fest, ihr könnt es ja selber auch nachrecherchieren. Und da startet quasi die Geschichte nicht nur von Hitman als Videospiel, sondern auch innerhalb der Hitman-Lore sozusagen die Aufträge von Agent 47. Ja, und dieser Agent 47, das ist quasi ein Charakter, dem sieht man oder dem merkt man über die Teile hinweg. Es gab ja da auch verschiedene andere mediale Produkte, unter anderem auch einen Film und diverse Novels, die erschienen sind. Dem merkt man immer wieder an, dass er eigentlich ein sozial quasi sehr isolierter Charakter ist. Das mag natürlich auch seiner Herkunft herrühren, aus dieser Anstalt eben isoliert aufgezogen worden zu sein. Er liebt quasi die Einsamkeit, er zeigt kaum bis gar keine Emotionen. Also er ist schon ein sehr, sehr spezieller und sehr problematischer Charakter, wenn man das von sozialen Gesichtspunkten her betrachtet. Nichtsdestotrotz sehr spannend, weil man sich natürlich Gedanken machen kann, rührt das vielleicht davon her, dass er quasi dort irgendwie misshandelt wurde und isoliert wurde, eben kaum Kontakt zu anderen Menschen hatte, außer vielleicht anderen Klonen oder seinen Ziehvätern bzw. seinen Forschern, die ihn da wahrscheinlich auch dauernd mit irgendwas behandelt haben. Das ist so ein bisschen auch wie so eine Erzählung, die so diese klassische Sanatoriumsgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts aufgreift. Das ist ja auch wieder so ein Trope, sage ich mal, so ein narratives Element, was in vielen fiktiven Geschichten auftaucht. Diese schlimmen psychischen Folgen, die Opfer von solchen Misshandlungen in irgendwelchen Anstalten, Sanatorien oder eben Waisenheimen oder so ähnlichen Institutionen mit davongetragen haben. Das klingt auch so ein bisschen bei Agent 47 an, auch wenn das jetzt nicht das Zentrum der Geschichte natürlich ist. Und ich habe es eben schon erwähnt, auch diese Erschaffung des Supersoldaten wird irgendwie aufgegriffen. Und das ist eigentlich alles ein sehr, sehr spannender Geschichtenmix sozusagen, der hier bei Hitman zusammenkommt. Und das wollte ich euch nochmal hier am Anfang kurz schildern, woher ich quasi komme, dass ich dieses Angehauen zunächst mache. Vielleicht machen wir da auch ein größeres Let's Play letztlich zu, denn das Spiel gibt ja nun viel, viel Inhalte her. Aber das wollte ich euch nochmal erklären, wie komme ich eigentlich auf Hitman und was finde ich daran eigentlich so spannend? Warum halte ich das auch als erzählerisches Let's Play möglicherweise für geeignet für diesen Kanal? Wobei sich das natürlich noch zeigen muss, wie das Spiel sich genau strukturiert. Ich habe mir nämlich weder vorher ein Let's Play dazu angeguckt, noch sonst irgendwas. Ich starte hier in das Spiel und ich weiß mehr oder weniger nur allzu wenig, außer dass es darum natürlich geht, Ziele auszukundschaften und letztlich auf vielleicht etwas kreativeren Wegen auszuschalten und dabei möglichst professionell vorzugehen. Auch das kennzeichnet Agent 47. Er ist immer abgebrüht, er ist immer der Profi, der die Umgebung scannt, der quasi alles für sein Ziel auch opfert, teilweise auch Zivilisten, je nachdem, wenn es sich gerade anbietet. Da werden auch mal eben die Zivilisten um die Ecke gebracht, um an irgendeine Verkleidung zu kommen und so weiter und so fort. Also da ist Agent 47 wirklich ein ganz abgebrühter, kalter Charakter. Und ich finde das einfach eine ganz spannende Geschichte. So, wir starten jetzt aber mal rein in das Spiel und gehen dann gleich, denke ich mal, ins Tutorial rein.
wenn das jetzt beim zweiten Spielstart denn noch so ohne weiteres geht. Genau, Prolog, die Ankunft. Da starten wir jetzt quasi rein. ICA-Einrichtung, ihr seht es an der Seite, geheim. Ach, im Übrigen, was ich euch noch nicht gesagt habe, die Tatsache, dass Agent 47 unter seinem Barcode, der wohl nachträglich hinzugefügt hat, ja auf dem hinteren Teil seines Halses eine Nummer trägt, eine quasi eine Produktionsnummer, eine Seriennummer, wenn man so will, das ist ja auch schon wieder so eine Art dezenter Hinweis, möglicherweise zumindest, auf die Geschichte der Konzentrationslager. Ihr wisst ja alle, die Insassen der Konzentrationslager bekamen auf den Arm wiederum eine Nummer tätowiert. Und das, finde ich, das ist eine ganz starke Anleihe hier, die sich Hitman von jeher genommen hat an die an diese Geschichte auch des Holocaust, experimentierende Wissenschaftler, die quasi keinem Kosten und Mühen scheuen, um irgendwelche Experimente durchzuführen und dann vielleicht langfristig diese rassistische Ideologie weiterzutragen bis hin zur Erschaffung von Supersoldaten. Das ist alles irgendwie ganz cool gemacht, dass das so Anlehnungen hat. Und Agent 47 steht da wirklich für viele Dinge. Dieser Barcode steht ja dann schon ein bisschen auch für die, kann man jetzt interpretieren, wie gesagt, das sind jetzt Interpretationslinien, dem muss man nicht folgen oder so, aber die sind ganz interessant. Man kann ja den Barcode auch wieder als Ausdruck verstehen, eine Art Symbolik, die quasi den Mensch auf einen Zahlencode, auf einen Symbolcode reduziert. Also ein bisschen diese Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts ist ja auch eine Geschichte und auch des ausgehenden 19. Jahrhunderts schon einer Entwertung des Menschseins, zumindest in gewissen Teilen, in denen dann eben so etwas wie der Holocaust auch erst ermöglicht wird, weil bestimmte Gruppierungen als menschenunwürdig erachtet werden und dann entsprechend keinen Wert besitzen und dann mit einer Nummer ausgestattet werden, um in einem Vernichtungslager oder ähnlichem mehr umgebracht zu werden. Also das finde ich, das ist schon so ein Anklang irgendwie dieser Figur auch an solche geschichtlichen Erzähltraditionen, ne? und auch geschichtlichen Symboltradition. Das finde ich ganz interessant. Deswegen eine sehr, sehr spannende Geschichte hier. So, wir haben Einsatzziele. Ich denke mal, wir spielen direkt rein. Das ist ja hier ganz am Anfang und legen dann direkt quasi los. So, die ICA-Ausbildungseinrichtung im Jahr 1999. Wir kommen quasi als Agent 47 frisch hier an. Irgendwo in einer Gebirgsgegend. Ihr seht schon hier der Code, den ich jetzt auch lesen kann. Wobei die Ziffern sind hier nicht zu lesen, sondern nur der Barcode. Aber okay, der ist auf jeden Fall auch vorhanden natürlich. So, wir können uns bewegen, wir können mit Umschalt rennen. Das ist alles Standardsteuerung. Alles klar. Wir folgen den Lichtern. Huch, hat es mal kurz geruckelt. Und wir betreten die Anlage, diese mysteriöse Geheimanlage. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the Handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like? Taking lives. Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see.
Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Mhm. Also hier war jetzt vom Krankenhaus in Rumänien natürlich die Rede, wie wir gerade gesehen haben. Welcome to Advanced Mission Training. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter, infamous cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. Mm-hmm. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, Initiate. Ja, viel Glück. Unsere Trainingsmission ist das jetzt hier. Ja, und ich fand ja ganz interessant, dass wir eben... As previous tests have established, you exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Okay. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target. Also STRG, um Instinkt einzusetzen. Ah, und da oben haben wir das rote Ziel. Das ist quasi unsere Zielperson. Nähern Sie sich der Gangway. Das machen wir gleich, liebe Leute. Ich wollte noch mal kurz ein paar Worte loswerden, was auch geschichtlich irgendwie angedeutet wird. Das ist natürlich hier diese klassische Geschichte des, einerseits, wir sind jetzt ja hier nicht mehr im Kalten Krieg, aber das ist ja quasi so eine Organisation, die schon länger existiert, die ICA. Und das deutet ja schon wieder darauf hin, so eine Anlehnung an kalte Kriegsgeschichten, Geheimorganisationen. Es wird spioniert, es wird im Geheimen in irgendwelchen Stationen gearbeitet, die niemand kennt. Und da sind Leute, die extremer Verschwiegenheit verpflichtet sind. Das ist alles so etwas, was man auch aus der Geschichte des Kalten Krieges einerseits aus der Realität schon so ein bisschen kennt, ne? Diese klassischen Agenten-Stories, die natürlich dann immer sehr fantasievoll auch erweitert werden, um etwas andere Elemente, die es vielleicht so nicht gab, aber vielleicht auch ein bisschen der Ausdruck sind, so ein bisschen des Willens der Leute aus diesem eigentlich so langweiligen Zeitraum des Kalten Krieges, in Anführungsstrichen langweilig, etwas Spannenderes zu machen. Daraus sind ja auch Serien wie James Bond entstanden und andere Agentenfilme und Serien und Bücher. Und an sowas knüpft, finde ich, Agent 47 oder hier Hitman als Serie auch irgendwie an. Auch wenn es natürlich so einen coolen Spin irgendwie hat, das ist so ein cooler, moderner Agent, der so ganz slick daherkommt, irgendwie so ganz geschmeidig. Das hat natürlich nochmal eine etwas andere Note als jetzt hier ein klassisches kalte Kriegssetting, was wir natürlich jetzt nicht mehr haben, 1999. Aber das finde ich auch sehr, sehr interessant gemacht. Also diese Geschichte nimmt sich überall so ihre auch teilweise geschichtlichen Anleihen und das ist echt ziemlich spannend. So, wir sollen uns also der Gangway nähern. Stellen vermutlich... Sorry, sir. Really can't let you through here. As suspected, security won't allow you on board in your current outfit. Ja. We should avoid confrontation and look for another way in. Genau, ein anderer Weg. Und ich vermute mal, wenn wir da den Frachtbereich infiltrieren sollen, müssen wir bestimmt hier einen der Frachtleute... Naja, den werden wir nicht überwältigen. Einen der Frachtleute hier entsprechend uns irgendwie schnappen. So könnte ich mir das vorstellen. Da vorne steht einer und nimmt Waren auf. Und da hinten ist auch noch niemand. So, hier können wir rein. Wir schleichen mit C. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Mhm. Drücken Sie Q, um eine Person von hinten zu überwältigen. Jetzt müssen wir ganz häufig Q drücken. Und dann haben wir ihn überwältigt. So, halten Sie T, um sich zu verkleiden. Okay, jetzt sind wir quasi selbst der Mechaniker. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. So, wir können ihn jetzt irgendwie wohin ziehen, weil er vielleicht wenig gesehen wird. Da hinten sollen wir hin. Ich weiß ja nicht, ziehen ihn jetzt, glaube ich, hier einfach mal hin. Weiter geht's nicht. Hoffentlich ist das hier. Before you move on, I suggest you hide your tracks.
You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Toilet? Ach hier, das ist die Toilette. Ja gut, dann sollten wir den auch dahin ziehen. Ich dachte, wir sollten da jetzt woanders lang. In die Richtung. So. Ah, dann wird der gute Herr mit dem Bart beseitigt. Sehr schön. Okay, so. Wir sehen gut aus. Frisch machen müssen wir uns nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter hier. Ist ja für uns ist das ja hier quasi ein Walk in the Park. Staff Entrance. Genau, wir gehören jetzt ja auch irgendwie zum Staff. Speichern und laden, das wird auch ganz, ganz wichtig sein. Manuell können wir im Menü speichern. Ja, hier in der, genau, das wird uns jetzt alles am Anfang erstmal erklärt. Freier Speicherplatz. Okay. So. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Mhm. Just act normal. Hey. Hallo. Hold on. That mechanic with his back turned, he's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Okay, der darf uns nicht sehen. Der Typ hier vorne. Da wollen wir mal gucken. Well done, initiate. Können wir hier rein? Right. Now for the tricky part. Start by locating your target. Mhm. Intel suggests he's around the bar area. Okay. So, wir gehen jetzt mal hier außen lang. Was ist hier? Rattengift, Brechmittel. Oh, das könnte handy werden. Das könnte praktisch sein. Mal gucken, was wir mit Rattengift eventuell anstellen können. Also das Spiel ist sehr auf freie Weltbegehung auch ausgerichtet. Das sieht man hier schon, finde ich, in der Trainingsmission. Feueralarm können wir auslösen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Hier ist der... Okay, der bleibt da. Nicht, dass sie weggehen. Wir können jetzt den Sicherungskasten ausschalten. Oh, das ist jetzt hier wirklich... Wir können uns überall umgucken hier. Das ist echt cool gemacht, dass wir hier erstmal ein bisschen die Gegend scouten. Ist alles abgeklebt. Hier ist natürlich alles nur gestaged, ist ja klar. So, den Kollegen könnten wir auch überwältigen. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Da hinten steht der andere Typ. Da geht es zum Storage-Bereich und hier geht es hoch. Und da dürfen wir, glaube ich, mit der, würde ich mal vermuten, mit der Verkleidung nicht hoch. Hier ist der Engine Room. Hier ist Storage. So, der bleibt da stehen. Das ist gut. Quasi ein weiterer Lagerraum. Ups, es hakt, es ruckelt. Ich weiß nicht, mein PC hat in letzter Zeit irgendwie so Ruckler bei allen möglichen Spielen. Ich habe aber ehrlich gesagt, das ist nach meinem Hardware-Upgrade aufgetaucht und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist also wirklich in vielen Spielen inzwischen. Das ist nicht wirklich schlimm, aber es nervt zum Teil schon. Ein wenig. So, hier können wir... so eine Geräuschkulisse ausschalten und hier kommen wir an ihm ja auch nicht vorbei, ne? Mal gucken, wo können wir uns denn hier rumtreiben? Wir können eine Brechstange mitnehmen. Allerdings feststellen, um wegzustecken, ja, das ist nicht verkehrt. Dieses Brechmittel, haben wir das denn noch irgendwie? Gibt es hier so eine Art Inventar? Ja, Brechstange. Genau, das Rattengift. Eine Schachtel mit Rattengift. Nicht tödlich für Menschen. Bewirkt sehr schnell Übelkeit in der Person, der es verabreicht wird. Das Opfer wird umgehend eine Toilette aufsuchen. Na, ah, das ist natürlich ein wichtiger Hinweis. Jetzt haben wir uns hier hinter ihnen lang geschlichen. Frage ist, ob uns das was bringt. Wir könnten jetzt hier mal langschleichen. Könnten die natürlich auch ausschalten und als Polizist hier einfach irgendwie weiterziehen. Hier ist übrigens auch noch eine Brechstange.
Hauptsache, es sieht uns dann da oben keiner. Ja. Der Typ läuft wieder weg. Ich glaube, den schalten wir jetzt mal aus. Jawohl, den brechen wir mal nicht das Genick. Das machen wir nicht. So, und dann werden wir uns mal verkleiden. Als Polizman. So. Den ziehen wir hier gleich auch in den Schrank hinein, dass den niemand mehr findet. Ja, und dann sind wir hier Policeman, ne? Wir können jetzt erstmal schön entspannt hier hoch. Wir sind quasi Sicherheitskraft. In Engine Room können wir auch rein. Und ich denke mal, es wird hier verschiedene Möglichkeiten geben, dem hier auf die Schliche zu kommen. Was haben wir hier? Einen Feuerlöscher können wir noch nehmen. Den lasse ich aber erstmal hier. Achso, hier sind irgendwelche Leute am Arbeiten. Lassen wir die erstmal. Hier ist auch noch ein Feuerlöscher. Und hier kann man sicherlich auch so Leute entsorgen, oder? Naja, aber sonst sehe ich hier erstmal nichts, was wir hier machen können. Machen wir die Tür wieder zu und gehen jetzt mal nach oben. Hier sollten wir ja problemlos reinkommen. Wir sind ja quasi hier als Wachpersonal wichtig. So, unser Kollege, wo war der? Hier hinten. Es wäre natürlich ganz praktisch, wenn wir nicht nur ihn, sondern erstmal auch... Ah, das ist wieder so ein Kollege. Jemand verdächtigt sie. Wenn sie in einem Bereich gesehen werden, zu dem sie keinen Zugang haben, mit unerlaubten Objekten hantieren oder verbotene Aktionen durchführen, versuchen Wachen, sie zu verhaften. Zivilisten rufen stattdessen um Hilfe. Da drüben ist irgendeine Art Wache oder ein, wie mir scheint, eine Art Baller, der kommt jetzt hier direkt in unsere Richtung. Gucken wir mal, wo er hingeht. Geht jetzt quasi nach oben und sein Wachmann, der folgt ihm hier. Dann lassen wir ihn erstmal wegziehen. Ist ja kein Problem. Schauen wir uns hier unten erstmal um. Wir dürfen uns nur nicht hier von dem... Ja, ich glaube auch. Von dem hier drüben sehen lassen. Frage ist auch zum Beispiel, ja, wir könnten dieses Glas vermutlich, würde ich mal vermuten, vergiften mit dem Rattengift, damit er auf die Toilette stürmt. Problem ist, wir werden hier gesehen. Nein, das Glas wird von ihm getrunken. Okay, also wir könnten uns direkt mit ihm treffen irgendwie. Das ist ja auch spannend. Allerdings nicht im Polizeioutfit, da können wir das nicht machen, weil wir von hier drüben gesehen werden. Sprich, wir werden mal auf die andere Seite wechseln. So much love and care. It's okay. If this is what Mr. Ritter's yacht looks like, I wouldn't mind seeing that house of his in Switzerland. Oh, not one bit. Huh. I wish Bernie cared about art, but no. Bernie likes musicals. Have you tried this texting thing? It's really quite addictive. I'm around. Okay. So. Are you coming? Yeah. What are you doing? You've gotta leave right now, okay, please? Okay. Irgendein Typ hängt hier rum. Bei den Frauen wollen wir auch mal nicht einfach so irgendwie reingehen. So, was ist denn hier unten noch? Ach, das ist da, wo wir am Anfang reingegangen waren. Hier ist ein Notausgang. Der Typ interessiert sich jetzt nicht für uns, weil wir ja die andere... Okay, aufbrechen. Nee, das wollen wir nicht. Aber hier könnte man theoretisch in so einen Notausgangsbereich rein. Okay, gut zu wissen. Okay, da geht's auch nicht weiter. Ja, ihr seht schon, viele Optionen. Man muss erstmal viel scouten, viel
erspähen. Oh, und der sieht uns. Oh, oh. Das war knapp, glaube ich. Das war, glaube ich, richtig knapp. Der steht da genau vor dem Aufgang hier. Wir bräuchten Kitchen. Wir bräuchten mal wirklich hier eine andere Uniform. Ah, den Kollegen. Können wir den nicht... Gegenstände werfen. Wenn Sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Okay, halten Sie zum Zielen und drücken Sie, um zu werfen. Volltreffer. Okay, wir werden uns mal verkleiden als Besatzungsmitglied. Und dann werden wir hier ihn ziehen und beseitigen natürlich. Ab in die Kühltruhe mit dir. Den Feuerlöscher nehmen wir mit. Und den werden wir natürlich wieder... Okay, den können wir jetzt... Ach, den kann man nur werfen, den kann man nicht irgendwie... Ah, hier, guck mal, wir haben noch einen Hammer dabei. Long. Okay. So, was ist hier? Wir können den Kochtopf vergiften. Die Frage ist... wen vergiften wir denn damit eigentlich? Und was passiert dann? Das wäre das, was man abschätzen müsste. Deswegen lasse ich das erstmal schön bleiben. Wir wissen, wir können hier den Kochtopf vergiften. Vermutlich können wir aber auch... dieses Glas gleich irgendwie noch vergiften oder so. Das hält er jetzt natürlich in Händen. Ich er nimmt sein Glas jetzt aber auch nicht mehr aus der Hand. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir müssen natürlich jetzt auch nach oben und dort entsprechend irgendwie was machen. Um ihm nachzufolgen. Hier können wir auch wieder rein. Genau, da kamen wir ja her. Das war die Küche hier. Mal schauen. Ich würde sagen, das baldowern wir mal in der nächsten Folge aus, wie wir jetzt am besten vorgehen, liebe Leute. Ist auf jeden Fall mega spannend. Und es ist auf jeden Fall spannend, hier Agent 47 bei seiner... ja, bei seiner ersten Trainingsmission zu verfolgen. Und der ist ja schon super professionell unterwegs hier. Keiner bemerkt ihn. Aber er muss jetzt irgendwie gucken, wie er an das Ziel herankommt. Denn das wird gut bewacht und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Spiel so haltet. Und vor allen Dingen auch von der von mir beschriebenen Geschichte, die da im Hintergrund ja quasi schon vorhanden ist. Denn die finde ich, muss ich ganz persönlich sagen, wirklich spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch das als Let's Play im Kanal hier ganz gut machen können. Wenn wir wirklich richtig tief in die Abgründe von Agent 47 hier einsteigen und einfach völlig skrupellos, völlig emotionslos uns den Weg hier durch die feindlichen Ziele quasi morden, wenn man so will. Also ich finde das wirklich ein ganz spannendes Spiel. Gut, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Tastenhauer, bin erstmal raus. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.